Wenn es in der City Bad Tönnes auch schon jahrelang keine Kirmes mehr gibt, in den Fädeln funktioniert das Brauchtum. Letztens erst mit der Kirmes in Rhöndorf, an diesem Wochenende kreisen die Karussells auf dem Annaplatz in Rommersdorf-Bundorf. Heute wurde das Fass angestochen und da musste erneut Bürgermeister Otto Neuhoff ran. Der Kirmeskerl trug diesmal die Kleider von Stifter Stefan Jungheim. Er wurde traditionell von den Kindern hochgezogen. Überhaupt finden auf der Kirmes die Kids viele Möglichkeiten, Spaß zu haben. Die Bewirtung ist köstlich und das Musikprogramm kann sich sehen lassen. Am Abend rockten De Fründe den Annaplatz, morgen spielt Kaschem. Mit dem Festhochamt geht es Sonntag weiter, dann folgt der legendäre Festumzug und nach dem Frühschoppen findet die Krönungszeremonie statt. Am Montagabend endet die Anna-Kirmes mit der Verbrennung des Kirmeskerls. Spätestens dann werden sich die Schützenfreunde die Frage stellen, was wird eigentlich in diesem Jahr mit der Schützengala? Wir werden traditionell die Schützengala, die es ja seit 2016 gibt. Ein Jahr sind wir auf dem Petersberg ausgewichen und wir werden in diesem Jahr auch wieder am 7. Oktober unsere Schützengala feiern. Wo? Im Kurhaus natürlich. Ja. Natürlich. Ja.